Willkommen bei Malida und zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. So, mit meinem Sporty Ace wieder. Okay, kein Totem. In Anlehnung an Sporty Spice. Ne? Ja, zumindest ist Ace ja genauso spicy. Also was das Attraktivitätslevel angeht. Und wir haben hier den Veska. Der jagt die von Stranger Things, ne? Ich habe mir den Namen jetzt, habe ich jetzt nicht im Kopf von ihr. Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht. Und sie ist ja eh raus, ne? Aus oh, Totem. Ey, Gott sei Dank bin ich so rumgelaufen, sonst hätte ich das Totem nicht gesehen. Also zumindest noch nicht, bis der erste Gen angeht. Dann hätte ich vielleicht die Aura gesehen. Weil ich habe wieder Tabs Verdacht mit, ne? Innere Heilung, schnell und leise und frontal. Also die Kombi, mit der ich momentan irgendwie so am liebsten spiele. Okay. Wobei, ich variiere da ein bisschen, wenn ich eine Sunny-Koffer mit habe. Oh ne, falsch. Jo, hier ist er. Ach, sie ist entkommen, okay. Sie macht hier gegenüber, glaube ich, irgendwo eine Kiste auf und sprüht sich jetzt ein. Oh, wenn sie jetzt gleich hier hinkommt, dann hat sie sich natürlich bestimmt erstmal mit Parfüm besprüht, weil sie dann auf Spicy Ace trifft, ne? Da muss man vorbereitet sein, wenn man auf Ace... komm. Ja, ich wusste nicht, ob er jetzt nicht zu weit weg war. Okay, da hinten, da unten. Okay, und da vorne. Ja, ich habe mir schon mal so ungefähr die Totem-Position eingeprägt, weil eventuell mit innerer Heilung ist man darauf ja angewiesen. Ne? So, und ich habe jetzt diese vermaledeite Aufgabe, ne? Dass ich den Killer 18 Mal, während er mich jagt, eine Palette umwerfen muss. Also an sich, die Aufgabe ist ja nicht schlecht, ne? Aber 18 Mal... Ah, Gott... Ich war schon überlegt, ob ich nicht hier Gelegenheit Nutzen mitnehmen sollte dafür. Und dann mal so eine Quick and Dirty Runde, ne? Mache, wo ich dann, ja, von einer Palette zur nächsten renne. Aber man macht es dann doch nicht, ne? Weil es dann immer so ein zweischneidiges Ding, ne? Das ist dann für einen persönlich ist das dann gut. Oh, jetzt gleich haben wir schon drei Gens fertig. Für einen persönlich ist das dann gut, weil man schafft dann schneller seine Aufgabe. Aber für die Runde ist es scheiße, weil man wastet dadurch natürlich eine Palette nach der anderen. Und, jetzt hoffentlich schlägt er jetzt nicht gleich zwei down. Okay, hier oben ist die Palette schon nicht mehr. Ne, schaffe ich nicht. Ah, sie hat mich wohl ein bisschen geblendet, wa? Zumindest den Schlenker, den er gemacht hat, ne? Oder er hat ein bisschen was im Tee. Vielleicht am Vorabend noch ordentlich gebechert. So. Ja, nicht hier, ne? Also ich würde hier auf der Police Station auch nie empfehlen, bei den Haken in der Mitte, also in dieser großen Lobby, dort irgendwie so ein Insta-Healing. Es sei denn, ihr habt wirklich irgendwie, wir schaffen das dabei oder so ähnliches, um das Ganze zu beschleunigen, zu machen. Weil der Weg für den Killer zur Lobby, egal ob er jetzt links oder rechts ist von der Lobby oder so, der ist immer ziemlich gering. Ne? Das lohnt sich dann meistens nicht. Jo. Sie hat auf jeden Fall Beweise dich mit, sodass... Oh, sie hat auch einen Perk mit, dass... Echt? Sie hat einen Perk mit, dass, wenn ein anderer... Komm, ich geh mal hier rein. Wenn ein anderer den Skillcheck versemmelt, dass der dann nicht aufschreit. Na, wo kommst du? Ah, falsche Richtung. Nein! Nein, warum hat sie nicht aufgehört? Und warum läuft er nicht bei mir schön lang, damit ich, Scheiße.
Der läuft wirklich sehr komisch irgendwie, ne? Okay. Achso, komm. Einmal antippen, ne, damit er nicht weiter Fortschritt verliert. Und einmal hier, Ace ist da. Ace kommt zur Rettung. Ja, hier, instant, okay. Dann machen wir hier mal schnell einen Quickie. Also wir hatten die drei Gens ja ziemlich schnell fertig, ne? Jetzt gerade kränkeln wir ein bisschen. So. So, nur damit dir das klar ist, ne? Wenn er gleich kommt, mache ich die gleiche Sache. Ich gehe wieder in den Schrank. Und du haust ab. Ah, jetzt... Wenn man im Team wäre, könnte man sich dann natürlich locker absprechen, ne? Echt? Was für ein Fluch denn? Komm, 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 das schaffen wir. Ziehen wir jetzt durch, ne? Na, wo kommst du diesmal? Woher kommst du? Gar nicht. Ja, so geht's auch. Ich höre ja auf jeden Fall ihre Steps hier. Die ist irgendwo hier. Muss ich zur Rettung? What? Oh shit. Ich dachte, ich kann antäuschen. Oh oh. Komm, 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 komm. Okay, sie wurde gerettet. Okay, jetzt kann ich zumindest zwei. Oh nein, er hat angetäuscht. Oh. Oh Mann. Egal, noch eine Palette. Jetzt nur nicht bei mir campen. Hast du bei der anderen auch nicht gemacht. Obwohl beim Attraktivitätslevel von Ace könnte ich das natürlich immer nachvollziehen, wenn der Killer in meiner Nähe bleiben möchte. Ja? Wer möchte das nicht? Und? Kommt No Name jetzt? Ist doch No Name, ne? Oh, wie heißt die? Ey, wie heißt die von Stranger Things, die? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt echt keine Ahnung. Ich habe irgendwie so Rebecca im Kopf, aber... Oh, wie heißt die nochmal? Ich habe keine Ahnung. Warum hört sich das so feucht an? Was? Ach so, ich bin ja infiziert. Draußen ist der, ne? Ja. Das hörte sich aber wirklich komplett nass an. So. Also irgendjemand müsste jetzt TNT mal befreien. Ich kann es eigentlich vergessen. Ich brauche da nicht mehr hinrennen. Okay, TNT befreit. Ich mache jetzt einfach mal hier. Ich weiß jetzt nicht, wo die dran waren. Weil der Gen, der war jetzt gar nicht mal so... Ja, so wenig. Der war, glaube ich, schon fast bei Hälfte oder so gewesen, ne? Okay, No Name wurde jetzt getroffen.
Ja, komm, ich sollte vielleicht einmal jetzt gleich einschreiten, ne? Warte, komm vorbei, komm vorbei. Weil sie wäre sonst dead on hook. Ja, Hauptsache sie haut jetzt ab. Genau, hau ab, hau ab. Ja, ich springe aber auch da runter, ne? Warum rennst du runter? Oh, scheiße. Nee. Scheiße. Okay, komm, ich bleib hier stehen. Jupp. Ja, ich wusste, dass du durchziehst. Hast du vorhin auch gemacht. Okay, ja, so zumindest konnte ich sie jetzt ein bisschen beschützen davor. Ich brauche jetzt erstmal Leben. Entschuldigung. So. Boah, ich muss gleich erstmal einen Schluck Kaffee trinken, ey. Ja, ich muss mir erstmal Kaffee holen. Wie gesagt, ja, komm, die Heilung nehme ich mir aber. Damals, ich werde ja auch nicht müde, das zu erzählen. Damals konnte man echt 10 Minuten irgendwie so zwischen den Runden einplanen, für, damit er überhaupt eine Lobby findet. Und ja, mittlerweile geht das so schnell, quasi man ist raus, drückt suchen. Der hat innerhalb von 10 Sekunden oftmals irgendwie eine neue Partie. Und man kann keinen Kaffee machen. Jo. Jetzt halten wir uns mal kurz bedeckt. Achso, er jagt Mystic, okay. Also Ada. Warum holt sich No Name nicht so ein Spray? Die ist die ganze Zeit One-Hit. Ada auch. Jo. Ja gut, das war's für sie, ne? Okay, er lässt sie liegen. Hat er Mori bei? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich hatte, bei den Opfergaben jetzt nicht so den Fokus drauf. Okay, da kommt Ada. Also Ace muss aber auch für sein Hautbild was machen, ne? Also das sieht schon ziemlich zerfurcht aus. Ein bisschen mehr trinken, Ace. Ein bisschen auf den Wasserhaushalt achten. Will das noch versuchen? Ja gut, okay. Also ja, zumindest zwei raus, zwei auf der Strecke geblieben. Ja. Zwei mussten jetzt also die Umschulung zum Radieschen-Inspektor machen. Also seitdem ich das damals irgendwie mal im Kopf hatte, dieser Radieschen-Inspektor, und das mal gesagt hatte, vergesse ich das nie. Ach, Spielzeug, Fluch, also Fluch-Spielzeug hat er dabei gehabt, deswegen das Fluch-Totem. Pop, Schmerzensecho und Barbecue. Ja, gut. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen und Spaß gemacht. Zerstört den Abo-Button, indem ihr draufklickt. Ne? Lasst ein Like und ein Abo und einen Kommentar da. Bis zur nächsten Folge, sag ich mal. Ciao.